Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF hat sein abgelaufenes Geschäftsjahr mit einem Umsatz- und Rekordergebnis abgeschlossen. Beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis wurde ein Rekord erzielt. Vor Sondereinflüssen liegt das Ergebnis bei 15,3% und stieg auf 3,4 Milliarden Euro, 6,65 Milliarden Mark. Auch in diesem und im kommenden Jahr soll der Wert um mindestens 10% zulegen. Das Nettoergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,2% auf 1,24 Milliarden Euro erhöht. Der Umsatz erhöhte sich in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr um 22% auf 35,9 Milliarden Euro. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit erhöhte sich um 52,8% auf rund 3 Milliarden Euro. Der größte Chemiekonzern der Welt, die BASF, organisiert ihre Unternehmensstruktur um und verteilt die Aufgaben neu. Ab Sommer werden 33 neue regionale und 10 neue globale Geschäftseinheiten die Arbeit aufnehmen. Auf Dauer kann nur erfolgreich sein, wer die Dynamik der Märkte weltweit für sich zu nutzen versteht, sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Professor Dr. Jürgen Strube, bei der Bilanzpressekonferenz im Ludwigshafener Hauptstammwerk. Das Umfeld wandle sich immer rascher, das Unternehmen antworte mit Wachstum und Innovation und verordnete sich selbst ein Fitnessprogramm. Dazu gehöre eine innovative Organisationsstruktur, Entscheidungsprozesse sollen beschleunigt werden und die BASF will schneller auf dem Markt agieren. In Europa sei das Unternehmen viel besser in der Lage, die Vorteile der politischen und wirtschaftlichen Integration zu realisieren. Der europäische Markt wachse mit dem Euro immer stärker zusammen. Für unseren Erfolg benötigen wir daher straffe, grenzübergreifende Abläufe, so Strube. Er will vereinheitlichte Arbeitsprozesse und die Bereiche Informatik, Rechnungswesen, durch diese Maßnahmen erwartet das Unternehmen weltweit einen Kostenvorteil von rund 400 Millionen Euro. Diese Summe solle dieses Jahr 2002 und stufenweise jährlich immer wieder eingespart werden. Auch auf das Ludwigshafener Hauptstammwerk kommen Veränderungen zu, welche dazu die Unternehmenssprecherin Sabine Schulte vom Ludwigshafener Hauptstammwerk der BASF. Zum einen bekommen wir einen neuen Arbeitsdirektor. Standortgremium geben, was es in der Form bislang auch noch nicht gab, in dem die wesentlichen Einheiten Personal, Umwelt und auch Produktion zusammengefasst sind und gemeinsam entscheiden, was für den Standort Ludwigshafen notwendig und wichtig und richtig ist. Der Pharmabereich ist an Abbott verkauft worden. Wird es weiteren Stellenabbau oder welche Veränderungen gibt es im Bereich Personalpolitik bei der BASF im Standort Ludwigshafen? Wir, das Unternehmen, hat gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretungen eine sogenannte Standortvereinbarung beschlossen. Die gilt bis 2003. Und dieser Standortvereinbarung ist, oder anders gesagt, ein wesentlicher Baustein der Standortvereinbarung ist, dass auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet werden. Wir haben auf Standortpressekonferenzen in der Vergangenheit auch schon mehrfach gesagt, dass insgesamt der Personalbestand innerhalb der
BASF AG leicht zurückgehen wird. Wie gesagt, keine betriebsbedingten Kündigungen, sondern wir bauen ab mit Hilfe von sozialverträglichen Maßnahmen, wie zum Beispiel Altersteilzeit. Von welcher Mitarbeiterzahl im Hauptstammwerk Ludwigshafen kann man künftig ausgehen? Zurzeit liegt der Personalbestand bei rund 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier am Standort Ludwigshafen. Der wird in den nächsten Jahren leicht zurückgehen. Im ersten drei Quartalen rund immer 5%, auch etwas über 1%, ist natürlich ein rapides Abbremsen. Für dieses erste Quartal liegen Daten vor aus dem Bereich Automobilindustrie, wie aus dem Bereich Ausbau, die ebenfalls alle sehr nachdenklich stimmen, weil sie eben deutliche Rückgänge sind. Im Automobilbau rechnet man mit minus 16% zum Beispiel. Die Automobilkonjunktur wie auch der Ausbau sind für uns wichtige Abnehmerbranchen. Deswegen sehen wir natürlich hier die Schwierigkeiten. Es ist ein sehr wettbewerbsintensives Umfeld, in dem die Weitergabe der gestiegenen Rohstoffkosten nicht in dem, was wir eigentlich gewünscht haben und wie es auch eigentlich notwendig wäre. Warum gibt es aber für Nordamerika trotzdem eine Reihe von Gründen, die zuversichtlich stimmen? Wir haben zum einen natürlich Herrn Greenspan, der mit großer Meisterschaft ja über viele Jahre hinweg die konjunkturelle Entwicklung Nordamerikas geleitet hat. Wir haben zum anderen ein Steuersenkungsprogramm von Präsident Bush, das offenbar im rechtzeitigen Moment kommt. Da in den USA die wichtigste Größe Consumer Confidence ist, also das Vertrauen der Verbraucher in ihre Zukunft, wird diese Kombination von sinkenden Zinssätzen und eben sinkenden Steuerquoten sicher diese Verbraucher auch wieder positiv stimmen. Und deswegen teile ich die Einschätzung, die wir auch aus nordamerikanischen Expertenkreisen hören, Wahrscheinlichkeit im zweiten Halbjahr beide Maßnahmen zusammen wieder greifen werden. Wenn wir uns dann mit Europa beschäftigen, dann haben wir natürlich hier in Europa Aufschwungsquoten im abgelaufenen Jahr von ungefähr 3,3% gehabt. Wir erwarten für dieses Jahr Quoten, die liegen bei 2,5 bis 2,7. Und wir sehen damit natürlich einen deutlichen Wachstumsrückstand gegenüber Nordamerika, aber im Verhältnis doch zu unserer Vergangenheit in den 90er Jahren eher positive Aussicht. Und ich glaube, es ist hier allmählich zu spüren, dass das Zusammenwachsen zum Binnenmarkt eben doch positive Erfolge hat. Und dass das ebenfalls zu beiträgt. Die Exporte aus dem Euroraum heraus in den Rest der Welt spielen natürlich ebenfalls eine große Rolle. Und wir haben wahrscheinlich das alte Konjunkturverlaufmuster. Starke Exporte, steigende Investitionen in Ausrüstung, damit steigende Arbeitsplatzzahlen und damit wieder mehr Zuversicht und mehr Verbrauch. Und das würde also den Kreis bilden, der uns hier beflügelt. Warum sind wir der Meinung, dass eben die Chemie auch im Jahre 2002 wieder in einen Aufschwung geht? Das hat natürlich viel mit der Entwicklung bei den Ölpreisen zu tun. Und wir haben für dieses Jahr einen Schnitt von $25 errechnet und gehen davon aus, dass wir auf dieser Basis mit einer allmählichen Entlastung des Verbrauchs rechnen können. Das dürfte im Zusammenklang Asien, Europa, Nordamerika, Südamerika die Chemiekonjunktur auch im nächsten Jahr wieder beflügeln. Soweit zuversichtlich der Vorstandsvorsitzende der Ludwigshafener BASF AG, Professor Dr. Jürgen Strube. Das war XXR Info mit einem ersten Vorausblick zur Bilanzpressekonferenz im Ludwigshafener Hauptstammwerk und auf künftig anstehende Veränderungen im größten Chemiekonzern dieser Welt, der BASF. XXR Info, Ihr Magazin für Rhein-Main-Neckar, gibt es auch im Internet unter http://hrmnews.hybermacht.net. Alternativ, zweite Internetadresse www.xxl-info.de.vu. Das war's für heute. Ich sage Tschüss, bleiben Sie gesund und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ausführlicher Folgebericht sehen Sie demnächst bei XXL Info, Ihrem Magazin für Rhein-Main-Neckar. Und in der Zwischenzeit können Sie ja mal durchs Internet stöbern und nachlesen.